Das ist einfach auch nicht aushaltbar jetzt. So. Hallo Freunde, willkommen zurück zu Mario Maker 2. Hier ist ein Maddie wieder, ne? Schön, macht Spaß. So, was ich jetzt machen wollte. Ich wollte nochmal Level bauen. Und währenddessen süpfle ich hier genüsslich an meinem Schloss Brunnenpriezle. Das, diese kleine Ecke hier, ne? Die... Oh. Finde ich keine Worte. Einfach nur scheußlich. Einfach nur schrecklich und geschmacklos. Wie war das denn hier? Wie habe ich das denn da gelöst? Ich könnte ja eigentlich den ganzen Bums noch einen nach links setzen, oder? Also, wir machen es mal. Wir setzen mal den Bums einen nach links. So. Und so. Dann kann man den Bums auch noch einen nach links setzen. Achtung. Ja. Ey, dann ist halt mit den Röhren jetzt vielleicht nicht symmetrisch, ne? Aber weißt du was? Weißt du was, Bratan, das juckt. Das juckt langsam. Was ist, wenn ich das hier so mache? Nee, das ist mindestens genauso schlimm. Nein, och, Brudi. Das machen wir so nicht. Ah! So. Okay. Besser als so wird es nicht. Lassen wir jetzt so. Dann ist er zumindest eingefasst und links und rechts sieht das so ähnlich aus. Und dann können wir immer noch argumentieren, aber hier sind ja zwei Türen. Das muss ja dann irgendwie anders aussehen. Ja, natürlich muss es das. Okay, gut. Ich habe hier noch eine Flamme drauf gemacht. Die braucht man, um sich selber in den Torf zu jagen. Sollte man hier irgendwo was falsch machen. Okay. So, das heißt, wir müssen den Bums jetzt weiter nach drüben kopieren. Hierhin. Dann haben wir zumindest so eine kleine Illusion geschaffen. Okay. Warte mal. Wie viel Platz brauchen wir denn eigentlich? Wie viel Platz ist denn hier vonnöten? Warte mal, wir machen dann immer hier die Mehrfachauswahl und kopieren das auch noch rüber. Ja. Wie viele Plätze waren das dazwischen? Drei, ne? So, aber natürlich in die andere Richtung. Dementsprechend muss das hier auch noch... Ah! Hier wird nicht kopiert, Brudi. So, einmal so darüber. Jawohl. Klar. Machen wir mal eine Mehrfachauswahl. So. Okay. Ja, da haben wir daneben gegriffen, aber das ist okay. So, warte. Ei, komm. Ja, das ist es doch. Leute, das ist es doch. Und dann hier, warte mal. Da muss ich mal gucken. Wie habe ich das auf der einen Seite? Links. Rechts. Und dann nochmal zwei Münzen. Genau. Ja. Okay, dann machen wir hier. Machen wir einen bündigen Abschluss, Brudi. Yo. Wie viel Platz hatten wir da dazwischen? Zwei. Hier haben wir nur einen. Da müssen wir alles nochmal einen nach rechts machen. Ne, nicht Radiergummi. Mehrfachauswahl. Genau. Ja, tja, weiß ich nicht. Zack, einen nach rechts. Und dazwischen hatten wir drei, oder? Wie war das? Drei. Jawohl. Okay, ist das die richtige Höhe? Korrekter Mundo. Es ist sogar die richtige Höhe. Jawohl. Genau richtig. Okay, warte mal. Jetzt muss ich... Einmal deselektieren, bitte. Ja, danke. Und dann malen wir hier mal eine schöne Schicht Steine hin, ne? So, dann können wir das so machen. Dann kommt man hier auch ganz lockerflockig an die Pole. Geil. Okay. Jetzt brauchen wir natürlich noch... Diese Tür hier. Und die kommt hier hin. So. Von vorne. Gucken wir mal, ob es gut aussieht. Ja. Ja, die drei Dinger hier. Ja. Okay. Da muss man natürlich hier jetzt aufpassen, dass man nicht geröstet wird. Aber kommt, Leute, wer das macht, wer da reinspringt in die Flamme, ne, der gehört auch einfach auf den Scheiterhaufen, ne, das ist doch nichts. Da muss man dann... Nee, also... Okay, jetzt müssen wir natürlich den Spieler noch ein bisschen nerven. Wir müssen den Spieler ein bisschen nerven. Wie machen wir das am besten mit Geräuschen? Nee.
Na, auch nicht furzen. Ding Dong. Das ist gut hier. In die Tür. Wenn du durch eine Tür gehst, muss das Ding Dong machen. Obwohl, nee. Nur wenn du von außen durch eine Tür gehst. Weil von innen klingeln macht ja irgendwie keinen Sinn. Dann machen wir das so. Okay. Mal die Probe. Here we go. Das ist genau falsch rum. Das ist genauso, wie ich es nicht haben möchte. Na gut, dann machen wir das anders. Dann machen wir das so. Und hier ist es ja dann schon richtig, oder? Nee. Ja. Gefällt mir jetzt einfach mal so gar nicht, aber das ist dann auszuhalten. Was ist das hier eigentlich? Nee. Wir gehen jetzt erstmal in die Subworld hier. Moin. Oh, und dann gucken wir mal, wie wir den Spieler ein bisschen nerven können. Mit der Hupe? Das ist alles nicht gut. Das fände ich schon lustig, aber irgendwie auch nicht. Einfach so die ganze Zeit furzen? Nee. Nee. Okay, dann machen wir das folgendermaßen. Dann packen wir das einfach auf das One-Up. Und gucken, ob es funktioniert. Ich hatte überlegt, ob ich dann einfach auch sage, eigentlich brauchst du alle drei Pilze, aber das ist mir dann zu hart. Du sollst dir das schon aussuchen können. Finde ich fairer. Ja, das finde ich okay. Das hat so ein gediegenes... Oh, ich habe hier ein Stück Apfelkuchen und applaudiere dir, mein Freund. Och, wie geht es denn, Sir Gettysburg? Wie sieht es denn bei dem denn aus zu Hause? Oh, der hat etwas mit diesem jungen Flittchen angefangen. So ein, Applaudieren ist es. Und das finde ich besser, als wenn wir hier so eine richtige Party haben, weil das ist ja hier niveauvolles Mario Maker Spiel und nicht so ein niveauloser Blödsinn. Okay, ja, dann würde ich sagen, eigentlich sind wir fertig. Wir machen nochmal von Anfang an. Zack. Einen von drei Pilzen muss er holen. Such dir aus, welchen. Ding Dong. Aber das ist eigentlich mit dem Ding Dong ist das Quatsch. Nee, wieso denn Ding Dong? Das macht doch keinen Sinn. Wenn das von außen so Ding Dong und dann geht er rein, das wäre schon cool. Aber so, nee. Nicht so mein Fall. Kann man dann eigentlich auch anders lösen, nicht wahr? Ja gut. Machen wir von hier. So. Moin. Ja, ich finde das cool. Weil wenn du da den Titscher in die andere Richtung nicht machst, dann wird er eigentlich zwangsläufig von diesem Greifhaben dann noch geholt. Und dann hast du natürlich verloren. Ach, das soll jetzt auch nicht so hundertprozentig schwierig sein. Vielleicht kann die Chance, dass man da von dem Greifer gegriffen wird, auch sehr niedrig sein. Oh Gott, warte mal. Ja, so. So war das, genau. So, einmal so. Ist schon, also hier die Nummer 3 ist schon knifflig, finde ich. Ich hatte ja eigentlich gedacht, das Rote wäre das Schwerste, ne? Naja, aber der Pilz ist jetzt weg. Deswegen nur einen von dreien. Wenn du verkimmelst, dann hast du verloren. Finde ich ganz cool eigentlich. Finde ich eigentlich ganz cool. Ja, und dann kannst du hier, wenn du richtig Bock hast, holst du dir noch ein extra Leben. Ja. Jawohl. Finde ich in Ordnung. Ist ein guter Level. Tut mir leid, Leute, aber... Ich weiß. Deutsche Community kann nicht gönnen, aber da muss man gönnen, Leute. Ich bin auch nicht jemand, der sagt Eigenlob. Finde ich eigentlich immer ganz eklig. Aber hier, hier muss er auch mal sagen, oh ja, ja, ist schon ein stabiler Level hier, ne? Ist schon ein stabiler Level. Okay. Ah, das war die Geschichte. Na gut, dann machen wir das hier mal.
Der Fairness halber, weil so wie es jetzt ist, ist es zu schwer. Stimmt, das habe ich nicht nochmal getestet. Nochmal dahin. So. Hier einmal rüber. So, einmal da lang. Nee. Okay. Ja, das ist das Schlimme da oben bei dem Blauen. Dass du dann denkst, ah, okay. Ich finde, wenn du das zum ersten Mal siehst, bist du total verwirrt, was du jetzt machen musst. Musst du jetzt hier nochmal drücken? Nee. Scheiße, dann fällt der ja runter. Oh Mann, richtig. Ah, Mist. Ich finde das geil. Das sieht für mich so ein bisschen... Ist auf der Schwelle zwischen, hat er nicht richtig aufgepasst, als er den Level gebaut hat? Oder, oh Gott, das wird ja jetzt hier schon ganz schön knifflig. Natürlich ist jeder Spieler so ein bisschen herablassend, wenn er da als erstes reingeht in die Situation. Und das wird hier genutzt. Und ich finde das eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Jawohl! Speichern wir mal den Bums. Wenn ihr da noch Anregungen habt, gerne. Gerne raushauen, falls irgendwas überhaupt nicht funktioniert. Schreibt es mir gerne rein. Direkt wäre vielleicht ganz cool. Ja, so. Hallo. Ich wollte nochmal in die Easy Street. Das heißt, ich will nicht in die Easy Street. Es ist einfach so ein himmlisches Bedürfnis, dass ich jetzt hier reingehe, nochmal in die Easy Street. Das ist auch wichtig. Winter Bliss. Leute, guter Level jetzt schon. Weil der Name gut ist, muss der Level auch gut sein. Achtung. Ja. Okay. Okay. Ja, das ist... Das ist ein Level, Leute. Das ist ein stabiler 25 Likes Level. 13, na gut. Für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig. Ja, okay. Maddie stirbt in der Easy Street. Eil, eil. Plus, plus, plus. Eil. Uiuiui. Okay, das ist ein bisschen komisch hier. Aber okay. Und dieser eine Springboard hier, der ist nur dafür da, um ein bisschen zu ärgern und zu nerven. Naja. Na gut. Wenn wir hier nicht weiterkommen, dann kommen wir hier nicht weiter. Kriegt von mir auch ein Like. Schöner Level geht. In Ordnung. So, weiter geht's. 360. 38.776. Leute, wir sind in der Pole Position. Bald bauen sie uns einmal eine goldene Statue in den Vorgarten. Yoshi Bowling. Ist das nicht... Musst du nicht eigentlich Englisch sprechen können? Okay. Ja, geil. Yo. Nee. Bruder. Was heißt denn hier Bowling? Ich kann... Ja. Ich habe den Sinn und Zweck des Levels offensichtlich nicht verstanden. Aber okay. Auch solche Menschen muss es geben. Es muss einfach auch jemanden geben, der dümmer ist als andere. Hier habt ihr Beweisstück A. Damit sich andere schlau fühlen können. Ist einfach wichtig. 1-1-1-1. Ja, von Ajol. Okay. Richtig guter Level. Jetzt schon. Erreiche das Ziel, ohne getroffen zu werden. Ja. Okay. Ja. Wir knabbern dran. Ja, dafür sind wir noch gemacht. Dafür hat Gott unseren Körper gestählt. L. Mit. Einfach nur ein Buchstabe. Das ist auch okay. Das heißt ja auch schon was.
Moin. Au ja. Okay. Ja? Okay, ja, gar nicht mal so schlecht hier. Kriegen wir hin. Drei von den Jungs. Und jetzt geht's ab. Tja, tut mir leid. Tut mir leid, Freunde. Das ist einfach auch nicht aushaltbar jetzt. So, nochmal. Aber der nächste Level muss bitte gut sein. Einen guten dabei, bitte. Bitte, mehr wollen wir doch nicht in unserem Leben. Einen guten Level jetzt. Der eine mit dem Winterding, der war in Ordnung. Das war ein guter, ich will jetzt nicht sagen gut, aber thanks, your buddy Yoshi. Sammle alle 52 Münzen und erreiche das Ziel. Gerne. Auf geht's. Ja. Yoshi. Oh Gott. Oh nee. Weltrekord ist nicht mehr machbar. Schade. Hätte gut laufen können. Aber okay. Ja, Yoshi hat hier einfach 52 Euro hingelegt. Auf gute Zeiten. Netter Typ. So, 364. Weiter, los. Los, einer muss noch. Einer muss heute noch. Einer muss noch. 911. Okay, der wird gut. Besiege alle Bowser und erreiche das Ziel. Wir sind die Polizei jetzt. Und wir werden natürlich ganz schnell zum Einsatzort gerufen. Nee, warte. Einmal nach hinten. Nach links. Mal gucken. Ja. Ja. Ich habe es offenbar noch nicht komplett verstanden. Aber das ist ja nicht schlimm. Daraus machen wir uns einfach nichts. Okay. Ja, einfach nur so ein beschmierter Bowser-Fight hier. Ist okay. Zählen die eigentlich jeweils als einen Schuss oder wird das hier gesondert betrachtet? Weiß ich nicht. So. Das war der geile Move. Richtig gutes Zeug. Ja. Und das war der Level. Ich habe gesagt, ich hätte gern einen guten Level. Habe ich nicht gekriegt. Ist jetzt aber auch egal. Kriegt jetzt einfach nur so ein blaues Herz. Kein rotes. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir sagen könntet, was an meinem Level noch zu ändern ist. Haut gerne raus, was keine Miete zahlt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.